So, da möchte ich jetzt gleich da nicht kaputt gehen. Oh, mein Gesicht juckt. Das ganze Gesicht, alles. Dann werde ich mich oben drauf plumpsen lassen. Wenn das überhaupt geht. Also wenn man... Ja, ich glaube, das geht, aber... So? Ja. Okay. Aber war leider nichts drin. Oh, 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 oh. Ach, guck mal hier. Sehr... ist ein Sondereingang. Was ist das hier für ein Schlüssel? Das Eis. Ich sehe das jetzt schon. Ja, ja! Nee, das will ich jetzt nicht haben. Sehr gut. Sehr gut. So. Was ist das denn? Ein Schild. Achso, ich muss noch einsammeln. Wäre logisch. Bitte lass das den Schatz D sein. Bitte. Ja! Sehr schön! Haben wir doch alles beisammen. Oh, das ist sehr schön. Ja. Oh, das Eis, ne? Ich bin so froh, wenn es kein Eis mehr gibt. Was ist denn mit dir kaputt? Geh mal hier oben lang. Das ist mir egal, weil der da unten treibt. Uah! Was ist jetzt hier los? Es war klar. Komm. Batz. Das ist das, was ich habe. 22 Leben noch. Und ich sehe wieder Eis. Das geht nicht, was du vorhast, Julia. Ups. So. Ich habe 10 Münzen, dann nehme ich den... Nein, 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 nein. Mann. Nein! Hoch und B. Nicht andersrum. Komm mal runter. Komm mal runter da. Dankeschön. Oh. Ich möchte jetzt gerne nicht sterben. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wie sich das verhält. Habe ich dafür den jetzt gebraucht? Bin mir jetzt gerade ein bisschen unsicher, was ich jetzt hier machen soll. Komme ich aber so dran. Ja gut, dann nehme ich das noch mit. Ich schätze einfach mal, dass da gleich so ein Dings kommt. Hey, die sind bestimmt nicht so böse und machen hier irgend so eine Kacke hin. Und wenn, dann habe ich ja eben den Checkpoint mitgenommen. Aber ich weiß, obwohl, wir kriegen das glaube ich nicht abgenommen, wenn das schon bei unseren Schätzen irgendwie drin ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spiel dann doch so böse ist. Na? Na? Das Eis! Okay, nehmen wir erstmal den hier. Feuer. Na komm. Nimm mal Feuer. Und der Block. Aha. Nein! Oh, Wario. Okay. Das ist so assi. Das heißt also, wenn ich nicht so gierig gewesen wäre. Hätte ich damit jetzt keine Probleme gehabt. Dann machen wir jetzt aber trotzdem weiter. Dann weiß ich nämlich, dass ich am Ende die Dinger nicht wegmachen darf. Ihr habt euch bestimmt eben auch an den Kopf gefasst. Und gesagt, nein, Julia, was machst du da?
weiß man doch. Auch als Nicht-Kenner des Spiels. Ich kann mich an diese Stelle hier einfach mal so gar nicht erinnern. Aber das heißt nichts, weil mein Hirn sowieso ein bisschen kaputt ist. Jedenfalls habe ich irgendwie so das Gefühl. So. Jetzt haben wir das Problem nicht. Und wir kriegen sogar die Münzen. Ist das nicht der Burner? Wie stolz er da lang stolziert. Ja, genau. Oh. Zum Glück haben wir genug Münzen. Ah! Oh, hätte ich den ganzen Weg nochmal... Nee, ich hätte es gar nicht geschafft. Guck mal. Komm, mach mal hier weg. Okay, das ist noch da und wir haben jetzt schon über 1000 Münzen. Eis! Und wir sind mit dem Eisberg komplett fertig, wenn ich das so sehe. Ach, Verbindungsstück habe ich gar nicht gesehen. Kann man das eine Level sogar überspringen? Okay. Dat Trecker. Wir sind ja hier fertig, Teapot-mäßig. Das heißt, wir können dann schon mal dieses Level hier machen. Kurs Nummer 12. Ich denke mal, das wird jetzt hier wieder ein bisschen easier. Ach scheiße, ich hätte mir Munzen hätte ich mir holen können. Oder gibt's hier noch... Da gibt's noch einen. Wow. Gib mich Mut. Habe ich das jetzt? Okay, den einen habe ich bekommen. Oh. Einen habe ich bekommen. Oh, Mann, ey. Wir haben hier alles kaputt. Hol ich die jetzt noch alle? Ja, das habe ich schon. Und noch ein Herzchen. Ich dafür irgendwas im Leben? Nee. Wow, das war auch... Ich kann ja so viele Münzen holen und ich krieg das einfach nicht geschissen. Nee, den will ich nicht. Dann will ich lieber meinen Feuerkopf haben. Oder mein Krokodil oder Drache. Es ist ein Drache. Sieht aber auch sehr aus wie ein Krokodil. Crocodile. Nee. Das lasse ich mal da. Obwohl. Bist toll. Ah, guck mal. Da kann man sogar. Da kann man drauf springen. Ich dachte, das ginge nicht. Okay, das habe ich nicht. Ah, da war bestimmt so ein Fliegeding drin. Na gut. Ich hoffe mal jetzt nicht, dass da irgendwo ein Schlüssel war oder so. Nee, das will ich nicht. Damit kann man besser Dinger töten. Okay. Ein Erzchen. Okay. Ah, Level geschafft. Ja, ich hoffe mal einfach, dass es jetzt hier keinen Schatz gab. Okay, wo geht's jetzt hin? Wie? Oh Mann, hätte ich das gar nicht machen müssen. Okay, wir können nach rechts. Da möchte ich jetzt gerne hin. Oh, hätten wir das gar nicht machen brauchen, ey. Stove Canyon. Das kam mir auch gar nicht mehr bekannt vor. Sieh schon mal.
Oh, Verfolgerlevel, auch nicht schlecht. Oh, da kommt schon. Ja, es ist schon unterwegs. Oh, da weiß ich noch. Da habe ich Probleme. Jo, da habe ich Probleme gehabt. Ah. Dürfen wir uns nicht zu lange aufhalten. Okay. Aber so Verfolgerlevel sind eigentlich ganz cool. So. Ab geht die Post. Nehmen wir das mit. Gelsen geben. Ich weiß jetzt nicht, was besser war. Ob hier oben lang. Da unten hätte es jetzt Münzen gegeben. Oh. A star. There's a star. Wow. Ich müsste mal weniger Englisch labern. Ach. Dit. So, ist jetzt hier fett? Ja, okay. Ui. Ui. Okay. Wissen wir ja, wo wir hin müssen. Ich hoffe mal nicht, dass... Oh, das wäre schon richtig... Ah. Ach, komm. Oh, nee. Es ist 100... 100 Pro ist es in der Kiste drin, also in dem Kiste? Wie habe ich denn sonst immer gesagt? Keine Ahnung. In dem Ding, wo man so hin und her laufen muss. 100 Pro ist das da drin. Gut, machen wir das Level nochmal. Stove Canyon, falls ich das noch nicht gesagt habe, ich bin mir nicht ganz sicher. Jo. Schön, dass da die Zeit gestoppt wird. Das ist gut gewesen. Ja. Das habe ich mir gedacht. Oh, das wird jetzt richtig. Nein! Oh, das wird assi. Aber wir müssen oben lang, weil unten zu viel Rumgedengel ist. Okay. Ich will das jetzt schaffen. Ich bin jetzt schon am Rummosern, obwohl noch gar nicht viel passiert ist. Nein! Okay, ich muss da drüber fliegen. Gedöns. Also so, halt über den Abgrund, nicht unten lang. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Ich kann auch das einfach mal hier vorne weglassen, das wäre nämlich, glaube ich, auch mal ganz gut. Ich glaube, es ist besser, wenn wir das doch mitnehmen. Es ist besser. Jetzt verballere ich hier meine ganzen Leben.